spielen wieder so ein Ding runter und überlegen sich bestimmt nichts Besonderes für uns. Wer hätte das gedacht? Ich hab gesagt, wenn wir im Sommer wieder nach Hamburg kommen, dann muss die Bude brennen. Dann muss hier auf der Zappel war. Ein fucking Pyro-Feuerwerk, seit wir es Hamburg noch nie gesehen haben, Leute! Ist mir das vor zwei Tagen eingefallen. Da kann man so Pyro-Zeug kaum bestellen in Deutschland, es sei denn, man hat gute Freunde. Also rufen wir an in Berlin, die Jungs von Rammstein. Wie sieht's aus? Habt ihr noch von der letzten Tour was übrig? Und wisst ihr was? Die haben gefragt, wo und wie. Wir haben gesagt, Hamburg. Dann haben sie gesagt, für Hamburg kriegt ihr unsere ganzen beschissenen Restbestände. Und sie haben uns drei Laster draufgeschickt. Ein Applaus für Rammstein! Gestern Nacht haben wir noch bis 4 Uhr morgens hier in dem fucking Gebäck rumgestanden. Haben alles reingeschraubt. Bombensache. Heute Morgen um 11 Uhr. Anruf vom Oberbürgermeister. Nein, das geht nicht. Nicht an der Trabrennbahn! Ich habe ihm gesagt, Junge, es ist Wahljahr, das werden Sie bereuen! Okay, ich will euch nicht nerven. Nach 4 Stunden Verhandeln hat der Oberbürgermeister gesagt, okay, Kompromiss, das ist auch eine Sache, wie es für den DFB eine Leitlinie geben könnte, was man in Zukunft in Sachen Pyrotechnik alles abziehen kann. Er hat jedenfalls gesagt, die Hälfte von dem Scheiß dürft ihr heute anfangen und abfackeln. Für diesen glorreichen Moment darf ich euch bitten, das Flutlicht auszumachen. Wir zählen die Scheiße gemeinsam an. 100, 99, 98. Geschwinge, 5, 4. Dass du mich nicht.